So, nächster Kastenwagen. Und zwar ein Pössl Concorde Kompakt. Länge 5,41 Meter. Mega cool. Fahrbereiter Zustand ist 2,8. Wo haben wir das zulässige Gesamtgewicht? Zuladung 477 Kilo. Das nenne ich doch mal schon ordentlich. Du kannst den auf 3,5 Tonnen auflasten. Der hat jetzt 3,3 Tonnen. Den Grundriss habe ich so, ganz ehrlich, ich noch nie gesehen. Wie gesagt, bin ja auch nicht der Kastenwagen-Experte, aber das fand ich schon beeindruckend, wo ich da reingeschaut habe. Das zum einen, Leute, guck mal, könnt ihr sehen, man hat eine richtige Sitzgruppe. Also nicht so eine Dinette, wo man die Stühle rumdrehen muss, also die Fahrersitze, Fahrer- und Beifahrersitz rumdrehen muss. Man kann hier den Beifahrersitz auch noch rumdrehen, aber man muss es nicht. Ne? Man kann da schon bequem sitzen. So, und dann schaut mal nach oben. Du hast hier ein Raumgefühl drin, das ist der Wahnsinn. Also das ist mal echt beeindruckend. Wie gesagt, ich bin jetzt auch das erste Mal jetzt hier richtig drin und guck mir das an und habe gedacht, Wahnsinn. Was haben wir hier drunter? Okay, das legen wir mal gerade beiseite. Ein Dreiflammenkocher von Dometic. Ach, hier fehlt eine Schraube, deswegen hakt das Ganze ein wenig. Hier kann man das Ganze wieder drauflegen und hat dann auf jeden Fall hier schön eine Ablagefläche. Hier auch schönes Spülbecken. Wasserhahn, Steckdosen, 12 Volt und 230. Hier das Fach kann man schön mit so einem Rollo zumachen, dass da nichts rausfällt. Darunter auch nochmal Stauraum. Hier Schublade. Nee, nicht Schublade. Interessant, wofür soll das gut sein? Schreibt es gerne in die Kommentare und klärt mich auf. Vielleicht einfach nur als Ablagefläche gedacht, dass wenn man hier nichts hat, dass man hier mal was hinlegen kann. Hier unten drunter nochmal Schrank. Hier noch ein Apothekerauszug. Und hier, ne, nicht aus Blech oder sowas, ne? Das ist echt alles aus Holz. Also ist schon schön gemacht. Kühlschrank hier unten drin, auch hier logischerweise, so wie ich sehe, ein Kompressorkühlschrank. So, und dann gehen wir mal weiter nach hinten. Und hier hast du das Bad so erhöht. Total cool. Toilette, Waschbecken. Ich gehe mal hier hoch. Hier ist dann die Türe dafür. Kann man das Ganze zumachen. Hier hinten auch nochmal ein Schrank. Oh ja, so ein Stauraum. Da kriegst du aber ordentlich was rein. Was haben wir denn da unten noch? Ich weiß nicht, stockduster hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah, da kommt man zu der Heizung oder was? Kann man nicht sehen, ist so dunkel hier drin. So. Gehen wir mal ins Bad. Hier ist noch ein kleines Fenster für nach hinten raus. Spiegel. Und hier mal der Blick nach vorne in das Fahrzeug rein. Da seht ihr schon, ihr könnt das ganze Bett einfach hier runterklappen und dann schlaft ihr da oben. Aber dadurch hat man natürlich hier eine Wahnsinnsstehhöhe. Man hat unwahrscheinlich viel Platz zum Sitzen. Auch hier nochmal Stauraum. Hier ist die Schaltzentrale für die ganze Elektrik, Wasser, Abwasser. Also Schränke, ne? Wahnsinn. Ach, da oben ist ja noch mehr, Leute. Ich bin gerade selber beeindruckt. Hier oben ist auch noch mal ein Fach. Da kann man auch noch was reintun. Der Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Ja. Super, ne? Wie so in einem Alkoven hier oben drin. So ein richtig schönes Bett. Hier oben dann noch Leseleuchten. Auf jeder Seite eine. Und selbst hier könnte man jetzt noch so halbwegs durchgehen. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das Ganze wieder nach oben klappt. Ach ja, gut, das geht aber recht simpel. Und jetzt hat man natürlich hier eine richtig schöne Stehhöhe. Schönes Fahrzeug. Interessante Raumaufteilung. Auf jeden Fall, hier hast du auf jeden Fall mal Platz zum Sitzen. So, dann gehe ich jetzt mal raus. Gehen wir noch mal nach hinten.
und schauen uns das Ganze nämlich schon hier mal an. Und da ist dann das, was ich eben meinte mit dem Badezimmer. Ja, man hat natürlich immer irgendwo, muss man so bei solchen Grundrissen auch Kompromisse eingehen. Ne? Jetzt garagenmäßig hast du nicht sehr viel, aber Leute, bedenkt bitte, das Auto ist echt klein. Ne? Was hatten wir? Ich gehe noch mal gerade schnell gucken. Wir haben 5,41 Meter als Gesamtlänge. Und das alles an Bord. Ein vernünftiges Bett oben drin. Du hast eine Toilette hier drin. Hier das zum Runtermachen. Ganz einfach gemacht. Für die Kassette von der Toilette da rauszuholen. Aber ne, mal ganz schön pfiffig gelöst, auf so einem kleinen, kompakten Auto sowas auf die Räder zu stellen, finde ich super. Klar, durch das Hochdach gewinnt man natürlich unwahrscheinlich an Möglichkeiten mit dem Bett zum Beispiel, sonst wäre das gar nicht realisierbar. Aber gerade das ist ziemlich toll gemacht. Wo jetzt hier genau die Gasflaschen, irgendwas mit Gasflasche hinkommt, weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn es einer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Hier auch schön mit der Fliegengittertür. Ne? Also das ist auch schön, die kannst du komplett zumachen. Die komplette Größe der Tür. Muss man ein bisschen aufpassen, merke ich gerade. Das ist ein bisschen eng gehalten. Ja, aber sonst sehr, sehr cool. So. Ich laufe los und gehe zum nächsten.